Wir verbringen den Jahreswechsel 2023-2024 diesmal an der Ostsee, genauer gesagt in Rerik. Wir haben uns zur Übernachtung den Campingpark Rerik rausgesucht. Die Auswahl war nicht besonders groß, das ist nämlich der einzige Campingplatz, der rund ums Jahr geöffnet hat. Die Schilder zeigen, dass wir hier richtig sein sollen. Unser Navi möchte gerne, dass wir drehen. Mal sehen, wer recht hat. Drehen Sie, wenn möglich, um. Danach biegen Sie rechts ab. Ich glaube, das war falsch. Nach ein paar Blicken nach rechts und links haben wir dann schnell festgestellt, dass wir hier doch richtig sind und wir haben uns erst einmal an der Rezeption angemeldet. Das geschah alles vollkommen problemlos und die Mitarbeiter des Campingplatzes machten auf uns einen ganz netten Eindruck. Der Campingplatz besteht im Grunde aus einem gepflasterten Weg, von dem nach rechts und links jeweils parzellierte Plätze abgehen. Die einzelnen Plätze sind durch Hecken getrennt. An jedem einzelnen Platz gibt es Strom und Wasser. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit der Entsorgung, Versorgung, der Entleerung der Toilettenkassette und aller Dinge, die man eben auf einem Campingplatz erwartet. Wir hatten leider nicht das Glück, dass wir sonniges Wetter hatten, sondern meistens hat es geregnet und so wurde uns doch relativ schnell aufgezeigt, an welchen Stellen am Campingplatz noch nachgebessert werden muss. In der Mitte des Platzes befindet sich das ganz moderne Sanitärgebäude. Hier gibt es wirklich saubere Duschen, Toiletten, Waschmöglichkeiten. Es ist behindertengerecht, man kann Bäder mieten, man kann dort auch das Geschirr abwaschen oder Wäsche waschen. Auf dem Campingplatz gibt es auch eine Sauna, die man nach Anmeldung nutzen kann. Es gibt ein Campingplatz-Bistro und eine große Wiese mit einem Volleyballfeld, einem Kinozelt und diversen Spielgeräten für Kinder. Das alles ist natürlich im Sommer wesentlich interessanter als jetzt über den Jahreswechsel. Ich hoffe, ich habe euch hiermit einen kleinen Überblick über den Campingpark Rerik geben können. Für heute soll es das schon wieder gewesen sein. Ich möchte mich von euch verabschieden und sage deshalb wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.